Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Man verzeih mir, nicht so wirklich herkriegt aktuell. Hängt damit zusammen, vorgestern habe ich meine ersten Unterwassertherapien gehabt. Ich möchte in dem Fall, so wie heute, wenn das Wetter zulässt, eben schwimmen gehen. Deswegen jetzt mein Aufzug, deswegen, ja. Es ist 3:15 Uhr circa. Wo ich zu meinem nächsten Thema komme, oder zu dem Thema komme, was ich eigentlich euch weitergeben will. Ich schaue, dass jetzt jede bis jede zweite Woche ein Video jeden Samstag um 9 Uhr herum rausbringe. Weil ich heute schwimmen war, deswegen mit meinem Headset, ich hoffe, man versteht mich jetzt aktuell. So schön war es gerade im Schatten. Ja, auf jeden Fall. Heute möchte ich schauen, dass ich wieder das eine oder andere Video reinbringen kann in den Kasten. Und deswegen werde ich mich jetzt einmal schön heimbeeilen, mich schön waschen. Wie gehabt, wie die letzten Male. Dadurch ich ja Bahnfan bin, möchte ich schauen, dass ich mit dem Zug wieder hinfahre. Und ja, lasst euch überraschen, was heute kommt. Dann starten wir. Entweder gleich direkt ins Video rein oder ich bringe euch jetzt nach dem Kultivieren, nach dem Waschen nochmal am Weg zum Zug nochmal ein kurzes Update. Bis dahin. So Leute, wie gesagt, ich hoffe, man versteht mich mit meinem Headset. Nachher tue ich auf jeden Fall wieder mein Mikrofon drauf, mein neues, dass es mich besser versteht. Ich wollte euch nur sagen, da, Schloss Seckau in Leibniz. Da die Wand von einer, ich schätze, dass das die Wand vom Kloster sein wird und die Stadtpfarrkirche. Na, falsch, das ist der Turm vom Rathaus. Ich würde euch in einem gesonderten Video danach auf jeden Fall noch Leibniz auch wieder mal näher bringen, was mein jetziges Anliegen dann auf jeden Fall sein wird. Ich werde eben ein Video, das eine oder andere Video, von Graz bringen, weil eben Graz zu groß dafür ist, dass ich sage, ich bringe alles, was ich euch sagen will, in ein Video unter. Deswegen mehrere Videos. Heute wird aber nicht Thema Graz sein, schätze ich mal. Schauen wir mal, vielleicht werde ich das eine oder andere noch mit reinbringen. Beziehungsweise, was ich halt euch einschneiden werde ins Video. Leibniz wird halt auch nicht Thema sein, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal näher gebracht werden. Euch, von mir. Aber wie gesagt, das nächste Mal. Ich möchte es anders aufbauen als das letzte Video, was ich in Maribor gehabt habe, wo ich ja euch die Informationen nachträglich ins Video reingeschnitten habe oder vorgebracht habe. Man taugt das die schöne alte Mauer, was wir da vorbeigehen. Wahnsinn. So, wieder zum Thema zurück. Auf jeden Fall, ich hätte halt gern, dass man dann Rückmeldung gibt, was euch besser gefällt, welche Variante eben das, Informationen nachträglich oder direkt im Video, wie das jetzt dann bei einem der nächsten Videos dann auch sehen wird. Also und jetzt starten wir danach auf jeden Fall ins Video rein. So, das war jetzt der Turm, was ich euch vorher gesagt habe und da hinten ist erst die Stadtpfarrkirche. So, jetzt bin ich wieder mal am Weg zum Zug. Wie halt schon angekündigt, man sieht, ein bisschen kultiviert. Aber durch es halt wieder so geklurrt hat, so extremst heiß ist, schwitze ich wieder. Aber ich melde mich dann auch, wenn ich vor Ort bin. Und ich freue mich schon wieder drauf. Das ist heute das Objekt meiner Begierde. Ich schaue, dass ich da jetzt unbemerkt raufkomme, weil also dicht befahrene Straße. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich da hergekommen bin, aber wenn ich genau mehr gewusst, wo es in dem Ort ist, zu suchen und vorzukommen, ihr seht, da unten ist eine Straße, fahren halt immer wieder mal Autos und ich möchte nicht unbedingt gesehen werden. So, jetzt bin ich drinnen, ich glaube, ich bin gesehen worden, aber ich versuche es trotzdem.
ich werde mich jetzt wegblenden, dass ich euch das Haus da zeigen kann. Da in der Tür, man sieht alles verwachsen. Da alles ausgebaufällig. So. Das ist halt ein sehr, sehr kleines Haus. Schön herumkriegt leider. Abstellraum, Speis. Da muss, wenn man das so anschaut, die Küche drin gewesen sein. Und da geht es in den Keller runter. Und da schauen wir mal, ob es raufgeht. Aufpassen. So, jetzt bin ich herum. Seht alles ganz, ganz kleine Zimmern. Trauen da nicht wirklich rein. Beziehungsweise ist der Dachboden. Im Bau ist auch schon verriegelt. Da bin ich aufgekommen. Ich will jetzt aber rausgehen, weil das ist schon recht unsicher. So, den Keller haben wir jetzt nämlich gespart, weil ist sie alleinig, ist das halt so eine Geschichte. Da solltet ihr bitte, bitte, bitte das auch lassen, jetzt ganz alleinig. Wohin geht's? Aufpassen. Mit aller Vorsicht und wenn es euch nur sicher seid. Allgemein, wenn es euch sicher seid und speziell, wenn es alleine seid. Immer zu zweit, zu dritt, zu viert gehen. Geht's mal alleine, so wie? Bitte gebt ihm Bescheid, dass ihr seid. Schau ich nochmal. Ich glaube nämlich, dass da hinten auch noch Location ist, dass wir das auch anschauen. Immer mit einem nochmal bei euch. Vorher waren wir da und jetzt. Schau mal, wie ich da noch reinkomme, was ich euch vorher gezeigt habe. So. Hier sind anscheinend irgendwelche Steigungen oder so gewesen sein. Beziehungsweise ein Heilbogen. Weil, bin mir jetzt nicht so sicher, ob da noch ein Ansatz ist. Ihr seht Ablagerungen und totale Verwüstung. Andererseits wachsen, aber sind wir nicht verwundert, es ist ein Papier da nicht da, der befüllt ist. So, das ist das, was man sagt. Da ist eine Blumenwabe von vorne gesehen. Alles schon angeschrieben. Ja. Was ist das? Ist auch eine Glocke oben. Aber das letzte Mal 2006 drauf geschrieben. Okay, es ist versperrt. Das heißt, kommen wir innen dran. Von vorne. Ich bin jetzt einfach gerade zerbrochen und schreibe nochmal rein. Ihr seht alles zu, alles verstört, abgestürzt. So, jetzt ein Bild mit der Taschenlampe. Ihr seht, fluchtartig finde ich, dass es verlassen worden ist. Das WC, die Duschen. Und das ist so ja. Ach Gott, die Stirn da habe ich nicht drauf gehen, weil es eben sehr, sehr sporadisch ausschaut und ich will da nicht einstürzen. Schauen wir mal. Schaut aber recht neu aus, finde ich. Ist jetzt so da auch, Schatz. Oh. Hm.
Arterien und so weiter. Ich hoffe. Unterschiedliches Gemalbe zeigt. Das hat anscheinend ist das der Wirtschaftsteil gewesen sein. Wirtschaftstrakt. Genau. Und vorne das Wohnhaus. Und das wird anscheinend miteinander verbunden. So. So, man sieht da das Moos am Dach. Ich wollte eben alleine nicht mehr aufgehen. Aber vielleicht fahre ich mal mit ihm gemeinsam her. Wenn ihr Interesse habt, dass wir bei dem neuen kleinen Haus da drüben. Also bei der Kirche. Ihr wisst schon, das da drauf. Und im Häuschen, beziehungsweise mit dem Obergeschoss, gebt uns einfach Bescheid. Schreibt in die Kommentare rein. Schreibt allgemein in die Kommentare rein, was jetzt, ob euch sowas interessiert, ob ihr die Städte-Trip machen wollt. Und ich hätte nämlich noch eine neue Idee für ein neues Format. Was haltet ihr, dass ihr euch verschiedene Handwerke forschte, wie zum Beispiel das Röster oder ein Optiker, Fleischhauer, was auch immer. Also wirklich verschiedenste Handwerke, was bei uns in Österreich angeboten werden, kann man auch zum Beispiel vorstellen. Da hätte es sogar wenig im Sinn, vielleicht Vorschullehrer oder Vorschul, einfach Dienstleistungen und Handwerke, dass ich euch dir vorstelle, was da zum Berufsgebiet gehört. Und ob ihr euch das da vorstellen kann, mich würde das jetzt total interessieren. Und jetzt habe ich einen komischen Blick gekriegt von einem vorbeifahrenden Auto. Ich hoffe, oder ich glaube, man hat es gehört, die Musik. Ich hoffe, es ist natürlich falsch ausgedrückt. Ich glaube, dass man es dabei gehört hat. Wenn nicht, ist mein komischer Blick, weil jetzt halt mir jetzt vorher eben wer komisch angehört hat vom Auto raus. Ja. Gebt einfach Bescheid, ob ihr auf das neue Format, was man da im Kopf herumschwirrt, Lust habt, ob ihr euch da was vorstellen könnt, ob euch das interessiert, weil dann machen wir natürlich die Mühe. Schreibt mal Verbesserungsvorschläge, wie euch das jetzt mit dem neuen Mikrofon, also jetzt nicht mit dem neuen Mikrofon taugt. Reinschreiben, reinschreiben, reinschreiben. Mir wird es gefallen, wenn es mal reinschreibt, wenn ihr die Rückmeldung kriegt. Und ja, dann. Freue mich aufs nächste wieder mit euch. Bis dahin, ich wünsche euch was. So, jetzt am Schluss noch ohne Mikrofon. Ich habe es leider schon verpackt und mir ist es nachträglich eingefallen. Ein Like da lassen, Kanal abonnieren, wenn er nicht abonniert hat. Und kommentieren, kommentieren, teilen. Dazu ist es an jeden. Sagt es dir leid. Es freut mich, dass ihr auf jeden Fall zuschaut und dass ihr mich so supportet. Einen recht herzlichen Dank an euch.